Oh, warte mal, ich glaube, Easy schläft noch. Dann kann ich mich nämlich das erste Mal in meinem Leben an ihr rächen, weil die mich immer mit Matsch abwirft. Und es kann ja wohl nicht sein. Deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen Matsch. So, hier, Easy, nimm das. Attacke! Nimm das! Was? So, Attacke. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe dich auch abgeworfen. Hi, was geht? Hi, guten Morgen. Guten Morgen, Ronja. Beziehungsweise nicht so guter Morgen, weil in der letzten Folge, falls ihr die nicht geguckt habt, die ist bei Easy nochmal, da verlinke ich euch die selbstverständlich hier nochmal bei mir. Da wurde ein Geheimlabor gefunden, beziehungsweise wir haben das im Wald entdeckt. Ja, das war so krass. Das ist richtig gruselig gewesen. Da war einfach irgendwie so ein OP-Tisch und da waren überall Spritzen. Und der Assistent vom Bürgermeister lag da drin und wusste aber gar nicht, wie er hergekommen ist. Und er meinte, irgendjemand hat ihn mit Stock oder sowas auf den Hinterkopf geschlagen. Und der wurde dann da hingebracht und dann haben wir das Ganze der Polizei gemeldet. Es war verrückt, okay? Mega. Jedenfalls müsst ihr euch anschauen. Haben sie jetzt, glaube ich, den Doktor eingesperrt und ich weiß nicht, ich fand den Doktor eigentlich immer richtig nett und ich weiß gar nicht, was da los ist. Und eigentlich dachte ich auch nicht, dass der böse ist. Deswegen würde ich gern mal, keine Ahnung, wir im Gefängnis vorbeischauen, mit dem reden? Definitiv sollten wir mit ihm reden, ja. Okay, gut. Weil du glaubst auch nicht, dass der was gemacht hat, oder? Der war so nett. Ich glaube nicht. Aber man muss mit ihm reden, ich weiß es nicht. Manchmal wirken Leute auch nett, aber in Wahrheit sind sie überhaupt nicht nett und richtig böse. Das kann halt auch sein. Okay, hast du... Was denn? Was? Haben wir irgendwelche Verhörfragen? Ich meine, ist das nicht so, wie die das normalerweise machen, dass sie dann den Lügner enttarnen? Wenn wir jetzt vorher sagen, er hat uns getäuscht. Okay, ich bin der gute Bulle. Nein, ich will der Böse sein. Du bist der Böse. Okay, dann bin ich der Gute. Ja, dann ist das unsere Strategie. Dann schreist du ihn einfach die ganze Zeit an. Sagen Sie mir die Wahrheit! ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Krischchen. Okay, warte, wo ist denn das Gefängnis? Sagen Sie mir die Wahrheit, Ronja! Haben Sie heute Morgen schon geduscht? Die Wahrheit ist nein. Ach, das war ja einfach. Ich fühlte mich so angeschrien, da konnte ich nicht anders als die Wahrheit sagen. Sag ich doch, das funktioniert. Wunderbar. weitere Wahrheit ist, ich weiß nicht, wo das Gefängnis ist. Ach genau, da lang wollte ich gerade gehen. Hier geht's lang. Okay. Und ich will nicht ins Gefängnis gehen. Okay, dann gehe ich vor, dann gehe ich als erstes. Geh du alleine. Nee, ich gehe nicht alleine, komm mit. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Sie möchten mit dem Gefangenen sprechen. Korrekt, genau. Wir wollten uns mit dem Doktor unterhalten. Nein, ich wollte die hier abliefern. Sie hat heute Morgen nicht geduscht und will gerne dafür ins Gefängnis gehen. Mach jetzt hier keinen Spaß. Was denn, wenn er mich wirklich ins Gefängnis steckt? Das weißt du doch nicht. Ja, sie wollte das Gefängnis mal von innen sehen. Ja, gut, wenn es unbedingt sein muss. Siehst du kommst ins Gefängnis. Nein. Ich glaube, der meint zum Besuchen, oder? Besuchszeiten sind von 10 bis 13 Uhr. Ihr habt 10 Minuten. Das ist aber knapp bemessen. Aber okay, ich glaube, das ist die Norm in so Gefängnissen, oder? Dürfen wir dann einfach reingehen? Ich glaube, ich gehe einfach rein. Okay. Ja, los! Okay. In welcher Zelle sitzt der denn? Dürfen wir da rein? Wahrscheinlich. Ich mach die Tür hinter uns zu, der passt bestimmt draußen auf. Okay. Hallo, ihr zwei. Hallo, Herr Doktor. Genau, wir wollten mit Ihnen reden, weil wir glauben eigentlich nicht, dass Sie einfach irgendwelche Leute kidnappen und irgendwelche Versuche durchführen. Deswegen wollten wir mal hören, was Sie dazu so sagen. Ich würde doch niemanden entführen. Okay? Schreien mal an. Können Sie uns denn was anderes. Okay, pass auf. Okay. Wenn Sie doch recht keine Experimente an Tieren durchführen. Hat direkt geklappt. Meinst du, er lügt jetzt? das würden Sie nicht machen. Ja, das wäre grausam. Allein der Gedanke macht mir Angst. Das denke ich nämlich auch, weil. Also. Nee. Ja, aber du weißt ja nicht, ob er die Wahrheit sagt. Aber wenn du ihn jetzt angeschrien hast... Dann sei doch mal Ich bin Bulle. Auf ihrer Seite. Ich glaube, dass sie die Wahrheit sagen. Ich glaube, aber dass wenn sie lügen, erzählt, dann Lüge, können sie uns auch jetzt die Wahrheit sagen. Okay. Wenn sowas funktioniert. Ich glaube, wir haben ihn fast auf die Toilette befördert. Mhm. Vor Angst. Ich war doch nicht mal hier, als es passiert ist. Ich war gerade im Urlaub am See. Okay. Hä, echt jetzt? Okay, gibt's da Zeugen für? Ich meine, er kann uns ja hier gerade alles erzählen. Haben das irgendjemand gesehen? Kann das jemand bestätigen? Das kann Mr. World bezeugen. Dort habe ich die Reise gebucht. Oh, okay. Dann also meint er jetzt Mr. Holiday? Wahrscheinlich. Mr. Holiday. Der Elefant. Ah, da ist der Polizist. So, das reicht jetzt. Die Besuchszeit ist vorbei. Alles klar, dann, wir fragen mal bei Mr. Holiday vorbei. Also, wir fragen mal vorbei. Das ist kein... Okay, gut, dann kriegen wir noch 2-3 Minuten. Nee, raus mit euch jetzt. Alles klar, wir müssen gehen. Dann gehen Sie aus dem Weg. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir mal im Reisebüro vorbei, oder? Was ist das da? Geh mal reinschauen. Nee, du machst die Tür zu. Du machst die Tür zu. Das weiß ich ganz genau. Alles klar, dann
Richtung Reisebüro, würde ich sagen, oder? Ja, zu Mr. Holiday, der ist da, ne? Der ist da. Wollen wir klingeln? Ich meine, ja. Hat der keine Klingel? Der hat keine Klingel. Guck mal ums Haus rum. Vielleicht ist da irgendwo eine versteckte Klingel. Guck mal rein ins Fenster, ob er da ist, aber ich sehe ihn nicht, oder? Ich sehe ihn nicht. Warte, ist er das da? Ich weiß nicht, ich klopf hinten am Haus an. Vielleicht hört er das. Ich klopf mal vorne. Okay. Mr. Holiday! Hallo, Mr. Holiday! Ist er da? Hallo! Willst du mal reinschauen? Ich guck rein. Einen schönen guten Tag. Mr. Holiday, er ist da. Dürfen wir überhaupt reinkommen? Ich meine, das ist ein Reisebüro. Klar dürfen wir reinkommen. Es ist ja wohl sein Geschäft. Du fragst ja auch nicht, ob du in den Supermarkt gehen darfst. Oder? Hallo, möchtet ihr verreisen? Nee, eigentlich nicht. Wir sind hier, weil... Also, Sie haben ja bestimmt gehört, dass der Doktor eingesperrt wurde, weil der hier angeblich ein Verbrechen begangen hat und sowas. Und wir glauben, das stimmt gar nicht. Und er hat jetzt gesagt, wir haben gerade mit ihm geredet, und er hat gesagt, er war eigentlich gerade im Urlaub, als es passiert sein soll. Und dann wollten wir hier nachgucken, ob das stimmt. Weil sie haben ja bestimmt irgendwie noch Unterlagen, buchhaltungsmäßig, dass man da nachgucken kann, ob der weg war. Der Doktor, Moment, lass mich mal nachschauen. Okay, super. Darf er die Informationen einfach so rausgeben, oder ist das Datenschutzgesetz? Wahrscheinlich darf er das nicht, oder? Ich meine, weiß ich nicht. Aber lass ihn nicht darauf hinweisen. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Der war tatsächlich drüben am See. An welchem See denn? Okay. Bei uns vielleicht? Oh ja, vielleicht. Obwohl, da hätten wir den gesehen. Wir könnten uns das Boot mieten und nachgucken, oder? Gute Idee, können wir machen, oder? Wisst ihr was? Warum schaut ihr nicht einfach selbst vorbei? Das kriegen wir hin. Wenn sie uns sagen, wie wir zum See kommen, dann sind wir da schon auf dem Weg. Der Besitzer vom Seehaus ist sehr nett. Den könnt ihr fragen, ob der Doktor auch da war. Ich habe euch mal ein Plätzchen im nächsten Flieger reserviert. Alles was? Klar. Flieger? Ich hoffe, erste Klasse oder so. Ich bin noch nie erste Klasse geflogen. Hä, das ist ja voll krass. Ich meine, wenn der hier Mr. Holiday bzw. Mr. World oder wie auch immer jetzt heißt, dann hat der wohl auch ein Flugzeug. Oder zwei. Das ist ja Wahnsinn. Privatjet. Ich bin noch nie Privatjet geflogen. Wie cool. Ich auch nicht. Und wo ist das Flugzeug? Ich weiß es nicht. Der führt er uns bestimmt gleich hin. Meinst du, der kommt gleich raus? Wahrscheinlich, oder? Hallo? Ja, da ist er. Okay. Okay. Genau. Und dann folgen wir ihm mal, schätze ich. Okay, hier müsste es irgendwo sein. Siehst du schon einen Urlaubsort? Nö, ich habe noch nichts gesehen. Aber es ist mega schön hier. Diese Blumen alleine. Ja, guck mal, vor allem hier sind so viele Blumen. Ich meine, was ist denn das für eine riesige Blumenwiese? Was ist das da? Oh mein Gott. Oh, warte, das... Ja, guck mal, da ist ein kleiner See. Tatsache. Oh, das ist ja süß. Das ist ein Teich. Das ist ein... Naja, kleiner See, Teich. Wenn nicht eine Pfütze. Ja, das ist, nee, gut, das ist ein Haus hier. Ja gut, ich meine, Reisebüros wollen ja immer irgendwie teuer Sachen verkaufen. Da ist ja wahrscheinlich auch keine Ausnahme. So, ja, er war am See. Hier großer Ausflug, 5-Sterne-Urlaub, See mit Ambiente, Bewohnung. Und dann hast du hier so ein kleines Holzhaus und eine Pfütze. Und ein paar Kakteen. Bisschen Sand fürs See-Feeling, naja. Stimmt eigentlich. Okay, meinst du, der Bewohner ist im Haus, beziehungsweise der Vermieter? Weiß nicht. Ich klingel mal. Vielleicht ist er hier. Hallo. Oh, da ist er. Schönen guten Tag. Och Mensch, guten Tag. Wir sind hier, weil, genau, wir wollten... Das Haus mieten und Urlaub am See machen. Am Teich. Wir wollten nachfragen, und zwar, ich weiß nicht, ob sie das rausgeben dürfen aus datenschutzrechtlichen Sinn, aber wir sind hier, weil der Doktor, der hier wohl vor ein paar Tagen war, haben sie den gesehen? Können sie hier bestätigen, dass er sich die 3 Tage... hier aufgehalten hat. Der sitzt im Gefängnis und braucht ein Alibi. Genau. Jo, der war hier, das stimmt. Okay, Walross, sind Sie sicher? Hat die ganzen 3 Tage gefischt, okay. Im Walross, fischen auch, ne? Vielleicht machen die das. Vielleicht ist das so ein guter Urlaub. Das war's. Ich meine, wir können auch einen kleinen Urlaub buchen, oder? Wir können auch einen Urlaub buchen. Wir sind hier für, nee, das war's. Ich meine, wir müssen dem ja auch irgendwie raushelfen. Das wäre ein bisschen gemein, wenn wir sagen, ja, wir gucken, dass wir dein Alibi kriegen. Und dann machen wir erstmal Urlaub für eine Woche. Was? Da oben. Oh, das ist der Hof an seinem... Wie hieß das? Sofakopter. Er ist ja voll winzig. Was macht der hier? Er hat Olivia den bestimmt nochmal reparieren müssen. Der hat ja zwischendurch nochmal abgestürzt, das Ding. Stimmt. Alles klar, aber voll gut. Dann können wir... Das ist gut, weil ich habe auch ehrlich gesagt ein schlechtes Gefühl gehabt bei dem Doktor. Das tut mir echt leid, dass der da eingesperrt ist. Ja, wir müssen ihm irgendwie raushelfen. Am besten wir reden mit dem Bürgermeister. Oh ja, genau, dann
sagen wir Bescheid und dann ist er frei und wir haben unseren Job getan. Aber dann frage ich mich immer noch, wer das war. Also, ja, wenn er es nicht war, dann muss ja irgendjemand anderes in der Stadt ein geheimer Doktor sein, der hier Versuche macht an Tieren. Wahrscheinlich. Wenn er zu uns in die Wohnung kommt, dann schiebe ich dich vor, nur dass du es weißt. Ich opfere vielleicht dich. Warst du es ja. Ich weiß nicht. Doch, vielleicht. Nee, ich kann... Kann man dir trauen? Ja. Weiß es nicht. doch. Sonst hätte ich dich ja schon entführt. Sicher. Das wäre ja Quatsch. Warum würde ich denn die du Leute in der Stadt so entführen? Du siehst immer so nett und unschuldig aus, aber in Wahrheit bist du ein geheimer Doktor. Ich habe nur ein bisschen Schlamm, mit dem ich dich abwerfen kann. Siehst du nett und unschuldig, Anja? Naja, das war's mit dieser Folge von Minecraft Rainbow. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut unbedingt bei Easy vorbei. Ja, schaut da bei mir Da kommt vorbei. Die nächste Folge. Die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Macht's gut. Achso, bei ihr kommt's am Mittwoch übrigens. Bei mir kommt's immer Sonntag. Nur für die Leute, die gefragt haben, wann kommen denn die Folgen? Mittwoch und Sonntag. Da habt ihr eure Antwort. Ja. Macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.